Und dann sind wir wirklich die Nummer eins, und das können Sie sich vorstellen, wenn der Coin dann steigt und auch verbraucht wird, weil wir brauchen ja ein bisschen, wenn die Leute darauf telefonieren, ist ja ganz klar, weil wenn 100 Millionen reinkommen und 4 oder 5 Euro zahlen, sind es halt mal schon 500 Millionen im Monat. Ja, was der Coin verbraucht wird, natürlich wird er wieder investiert oder wird er wieder verkauft, aber es wird viel, viel weniger verkauft, als er gekauft wird. Dann bilden wir was? Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Und wenn es zu eng ist, dann verkaufen wir halt wieder welche. Aber das heißt auch für die Zukunft, dass es der Firma richtig gut geht. Und dass wir weiter investieren in unsere Zukunft, in ihre Zukunft und natürlich auch weltweit. Mein Herzenswunsch ist, in Afrika die Menschen zumindest in diese Richtung zu bringen, damit sie nicht mehr verhungern und sterben, weil es... Danke. Es bringt nur bedingt etwas, wenn wir sagen, an Weihnachten ein Herz für Kinder, Kinder sowieso, ein Herz für Afrikaner, ein Herz für da. Und wir spenden jetzt und dann, ich habe jetzt gespendet, ja, das ist schön, beruhigend. Das bringt nur bedingt etwas. Der Leidensweg wird länger dadurch. Wir können natürlich helfen in verschiedenen Projekten, aber die Lösung ist es nicht. Die Lösung ist, gib ihm nicht den Fisch, sondern gib ihm die Angel, wie er den Fisch fischen kann. Und genau das müssen wir auch in Afrika tun oder in den armen Ländern. Erstmal das Zahlungssystem integrieren und dann eben die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich heute runtergehe nach Afrika und sage zu dem, guck mal hier, also ich kaufe dir alles, hier hast du das Haus, hier hast du dieses, hier hast du jenes, wird es funktionieren? Niemals, weil das Haus wird nachher aussehen und da alles sauber, weil sie gar nicht sich so weit entwickelt haben in den verschiedenen Gebieten. Ich sage nicht überall, ja, aber in den verschiedenen Gebieten, wo es wirklich sehr, sehr übel und schlimm ist. Ja. Also mein Partner war in Guinea und er hat gesagt, es gibt es gar nicht. Da gibt es ein 6-Sterne-Hotel, wo Luxus und alles drum und dran ist und gehst du raus, dann sind die leben die im Lehm und können kaum sehen. Also es ist unglaublich und das müssen wir verändern. Wir reden über Probleme hier in Europa, ja? Haben wir auch, aber wir müssen jetzt was verändern, damit wir unseren Standard halten können und wir müssen anderen helfen, damit die den Standard bekommen können, so wie wir es auch haben und dann können wir alle friedlich leben in der Welt. Die Kriminalität, die meisten Fälle, da geht es doch nur um Geld. Der stiehlt dem Geld, der hat kein Geld, der will, was weiß ich, überleben oder auch sich reich machen, was auch immer, aber das meiste geht doch ums Geld. Wenn wir alle genügend haben, müssen wir dann irgendjemand anders angreifen, um Geld von jemand anders zu bekommen oder jemand zu beklauen. Das sind unter 0,01%, die das machen. Ja? Aber die anderen, die müssen es eben machen. Die kommen von Osteuropa oder Sonstiges, die vielleicht nichts haben und versuchen dann in so eine Bande reinzugehen und uns zu beklauen. Aber das haben sie nicht nötig, wenn sie selbst ja, genügend Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In den 50er Jahren hat es funktioniert. Da gab es keine Inflation. Da waren alle glücklich, da ging es allen gut. Das war eine tolle Zeit. Ich habe sie nicht erlebt, ich war 60er-jährig geboren, ja, aber ich habe davon gehört. Aber durch die Inflationierung des Geldes, und die ist natürlich immer da, gibt es immer mehr Probleme, bis es dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Dann fangen wir von vorne an. Und dieses System hat funktioniert, als die Menschen nur 40, 50 Jahre alt wurden. Weil die anderen haben es nicht erlebt und die anderen auch nicht. Und die anderen waren halt bumm tot in der Krise oder so. Aber jetzt werden die Leute 70, 80, 90 Jahre, sogar 100, ja. Man sagt ja, in den nächsten 20 Jahren werden die Leute 100 Jahre alt. Und da kann es nicht mehr funktionieren, weil jeder es weiß, ja, irgendwann mal trifft es mich
und dann habe ich nichts mehr. Ja? Deswegen müssen wir das System verändern, für uns alle, für Sie, für die ganze Welt. Und dafür stehe ich ein. Ja? Also lassen Sie das Ganze, was ich aufgebaut habe, mal einfach stehen. Das Ziel ist es wirklich, den Menschen zu helfen, und Sie können dabei Geld verdienen und mit gutem Gewissen. Und das ist ja auch so, ich bin davon überzeugt, mit gutem Gewissen. Natürlich funktioniert das eine oder andere noch nicht ganz. Es gibt zum Beispiel Partner, mit denen zusammenarbeitest, die nicht funktionieren, dann musst du sie entfernen und dann lassen die ein Chaos dahinter, ja, dann hat man Chaos. Natürlich haben wir auch Herausforderungen, aber ich kann Ihnen eins versprechen, ich tue alles, dass alle Probleme, was wir auch haben oder was wir hatten, ja, haben Sie ja gesehen, dass wir die gefixt haben, dass alle Situationen eben wieder nach vorne gehen ins Positive. Ja. Ich bin dazu da, um das zu tun. Ich bin als CEO hier einfach nur ein Entscheidungsträger. Ja. Also ich muss jeden Tag 5, 10 Entscheidungen treffen. Und da bin ich auch reingewachsen und gewappnet dazu, das zu tun, für Sie gemeinsam. Und wir gehen in die richtige Richtung, nämlich nach vorne und für ein besseres Leben für alle. So. Also zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, unser KTW-Coin, den gibt es bis August, September, wenn unser Hard Fork geht. Die restlichen Coins werden verbrannt. Also Sie haben jetzt die Chance, noch KTB-Coins zu vermitteln, selbst zu kaufen, wie auch immer. Glauben Sie daran, bewegen Sie die Menschen hier auch in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn wir in Deutschland wieder eine riesen Organisation hinbekommen. Und mit Ihnen gemeinsam können wir das schaffen. Und ich wünsche jedem Einzelnen hier erstmal Gesundheit und dann den maximalen Erfolg mit uns. Vielen herzlichen Dank.